Käse. Wenn euch Matrix 4 nicht Meta genug war, Star Wars Episode 7 zu wenige Member Berries zu bieten hatte oder ihr genauso wie ich auf Käse steht, dann bleibt dran. Denn heute geht es um Chip und Chap, die Ritter des Rechts, den ihr ab jetzt auf Disney Plus schauen könnt. Übrigens erwartet diejenigen, die diese Review bis zum Schluss aushalten, ein Gesangspart, nachdem ihr definitiv zu Vincent van Gogh werdet und euch die Ohren abschneidet. Doch bis dahin... Ahoi hoi und willkommen zu Reus Filmkritiken. Ehrlich gesagt wollte ich den Film gar nicht schauen, da ich mir dachte, dass er mir sowieso nicht gefallen würde. Mit den Chipmunk-Realverfilmungen bin ich ja auch schon nicht klargekommen, obwohl ich die Serie sehr mochte. Doch dann las ich, dass ein Borg mit im Cast war. Und als Star Trek-Fan konnte ich nicht anders und drückte auf den Play-Button. Wundert euch nicht, um ein paar Member Berries zu verteilen, zeige ich euch erstmal Footage der herrlichen Serie von Chip und Chap, denn die habe ich damals geliebt. Als Disney Plus aufkam, war mein erster Gedanke, sie erneut zu schauen. Genauso wie ein paar andere Kinderserien, Darkwing Duck oder die Gummibärenbande. Leider ist mir dabei aufgefallen, dass ich dem irgendwie entwachsen bin. Klar ist es aus Retro-Sicht immer noch irgendwie cool, doch unterhalten bin ich nicht. Deswegen war ich skeptisch bezüglich des Chip und Chap Films und dann umso erfreuter, dass er mich doch irgendwie packen konnte. Er ist unglaublich... Wie nenne ich das am besten? Meta. Ja, das ist ein gutes Wort. Seht es mir aber bitte nach, dass ich nicht Meta sage, sondern Meta. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber Zuckerbergs glaube ich auch nicht. Jedenfalls ist Chip und Chap ein Film, der durch und von seinen Meta-Witzen und Anspielungen lebt. Die Zeichentrickserie war echt und Chip und Chap sind nicht die Ritter des Rechts, sondern Schauspieler. Und die Serie war halt ein Teil ihrer Karriere in den 80er und 90er Jahren. Solche Geschichten mag ich. In dem Zusammenhang sei jedem BoJack Horseman empfohlen. Eine wundervolle Serie. So etwas erinnert mich daran, dass Rolf von Rolfs Filmkritiken in Wirklichkeit auch nicht echt ist. Ich meine, es gibt ihn ja nur auf YouTube. Aber was würde passieren, wenn auch er nur ein Schauspieler wäre und es ihn im echten Leben gäbe? Werden wir wohl nie erfahren. In Chip und Chap ist das alles recht charmant gemacht. Der Film ist zwar durchaus auf ein kindliches Publikum zugeschnitten, aber ich war als Erwachsener dennoch unterhalten und konnte einen ganz tiefen Zug Nostalgie einatmen. Und obwohl der Film sicher kein Meisterwerk ist, war ich dennoch von der inhaltlichen Qualität so überrascht, dass ich nochmal einen Blick auf die Kollegen unseres Borg warf. Also nicht diese Borg, diesen hier. Denn mit ihm zusammen wirkte Andy Samberg mit, den man zum Beispiel aus Brooklyn 99 kennt, auch eine tolle Serie. In Die Ritter des Rechts sprach er den Chap. Doch noch interessant war für mich der Regisseur, Akiba Schäfer. Den kennt ihr vielleicht nicht, aber der hat 2007 den fantastischen Hot Rod auch schon mit Samberg in der Hauptrolle gedreht. Und man kann von dem Film insgesamt halten, was man will, aber er hat eine Szene, die meiner Meinung nach das mit Abstand lustigste ist, was ich jemals gesehen habe. Wenn die Rechteinhaber nett sind, dann zeige ich es euch jetzt. Wenn nicht, wird mir das erst nach der Aufnahme des Videos auffallen und dann gibt es jetzt einen harten Schnitt. And that is how it's done. Wow. Geil, oder? Und nein, die Szene hat keinen Kontext, die findet einfach so statt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das urkomisch. Jedenfalls wurde mir klar, dass am Chip und Chap Film echt gute Leute mitgearbeitet haben und ich allein schon deswegen die ganze Produktion sympathisch finde. Zwar habe ich einiges auszusetzen und könnte jetzt eine ganze Reihe an Kritikpunkten nennen, von denen die deutsche Synchronisation übrigens einer davon ist, aber wenn ich jetzt negativ werde, bekomme ich gleich die Tonlage im Lied nicht mehr hin. Leitet also die Qualität des Films, so wie am besten eigentlich immer in meinen Reviews, von meiner Punktwertung ab. Von mir erhält Chip und Chap, die Ritter des Rechts, 6,5 von 10 Punkten. Ich hatte Spaß, ihr vielleicht nicht. Samberg ist mein Held und Schäfer auch, obwohl ich mir fast zu 100% sicher bin, dass ich seinen Namen falsch ausspreche. Räuber, Diebe, gehen auf Ganoventur, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer. Der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 Chip und Chap, Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chap, dessen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 Chip und Chap. Käse.